Ragana Kudon, Isarejima Rotajimura. Montevideo, Dual Surigi, Dojurimon. Laludan Raj, Devaroda. Mirge, Dodo Queen, Gurate. Dende Gurad, Mori. Ligamon to Rogue. Ranjimo Lag, Orimuda Lag, Dual Zagat. Hallihallo Leute, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute gegen den doofen Magnamalo. Kleine Nebeninfo. Das Vieh ist so schlimm, dass der Kai sich ganz Lustigmacher-Sachen reingekippt hat. Ganz viele Lustigmacher-Getränke. Aber er nicht das Vieh ertragen kann. Ich habe jetzt extra was anderes als bestimmte Wörter hier verwendet, die sonst Monetarisierung wegnehmen würden, falls ich es mal hätte. Ja, YouTube kann manche Wörter überhaupt nicht ab, ne? Nein, gar nicht. Warum gehst du direkt zu dem? Weil ich die Erlezeilen sammeln hier. Und wo ist der Rabe? Wo ist der Rabe? Ich will den Raben haben. Von der Karte her links. Ja, also, wir bekämpfen das Vieh erst gleich. Wir holen uns erstmal ein paar Erlezeile, weil mit den Werten, die wir jetzt gerade haben, sterben wir wahrscheinlich. Und falls ich es noch nicht gezeigt habe, hier die Bilder für heute. So Leute, wir haben uns gestärkt. Jetzt ist es an der Zeit, in den Krieg zu ziehen. Der Kai hat sich übrigens mit dem Rathalos einmal gegen den Magnamalo gestellt. Er hat den Krieg angezettelt. Und deswegen habe ich jetzt schon ein bisschen Material, das habe ich gerade noch geholt. Das sieht verdächtig aus. Was sieht verdächtig aus? Ein Turm, in dessen Eingang Steine liegen. Okay, das hat nichts gebracht. Deine Hoffnungen mögen... Ich vergesse immer wieder. Meine Hoffnungen wurden enttäuscht. Ja. Ich wollte Konterschuss drücken. Klopf da rein! Nicht drehen lassen, wenn ich gerade meinen Hieb mache. Ich habe ihn nicht drehen lassen. Ich habe ihn blind werden lassen. Dadurch hat er sich gedreht. Ach, wieso brenne ich denn? Wir brennen nicht, das ist der Explosionseffekt. Wieso habe ich Höllenfeuer auf mir? Ich glaube, wir sind einmal durch den Nebel aus Versehen gekommen. Ja, nee, habt ihr uns dabei. Ich habe mich schon vor der Aufnahme hier mit dem richtigen Zeug zugeballert. Erstmal grandios daneben schießen und einen Speerschweif im Gesicht haben. Klopft da rein. Das schwierigste Material von dem zu bekommen ist wie beim normalen der Rückenpanzer. Auch dafür hast du ja mich. Wirst mich zwar am Ende hassen, aber ich hol's dir. Viel Spaß. Ich glaub an dich. Ich habe dafür auch ja mittlerweile eine Taktik, zumindest in den heiligen Ruinen. Da nutze ich einfach alle Explosionskäfer mit Wasserpest. Nein, nein. Erstes Foto. Hatte wieder den Turm im Bild. Der Turm mag mich nicht. Ich habe ein Problem, mein Album ist voll. Blöd gelaufen. Ich komme ein paar Sekunden wieder. Ich muss mal ganz kurz ein paar Bilder aus meinem Album schmeißen. Es müssen ja nur zwei sein. So Leute, jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz im Album. Ich muss das unbedingt mal offscreen leeren. Weil wir haben ja noch die DLC-Monster demnächst vor uns. Das wird auch keine Freude.
Doch, ich habe gehört, das sind richtig nette Monster. Die geben uns sogar einen Drink aus, habe ich gehört. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich den haben will. Ich wiederhole, mein zweites Foto ist beschissen. Davon hätte ich gern ein Foto. Okay, das Foto ist beschissen geworden. Willkommen in meiner Welt. Könntest du dich übrigens bitte nach da unten gesehen? Ist das eine Möglichkeit, Magna Malo? Warte mal, hier, hast du ein Spielzeug. Komm runter hier. Vergnüg dich mit dem und das da. Perfekt. Ich will dich nicht wegschießen. Ja, Leute, ich sehe meine Lebensleiste. Ich bin nicht blind, keine Sorge. Naja, nicht so blind. Kannst du das nochmal machen? Nimm mal den anderen ins Target dafür. Abbild, hab Gutes. Jetzt kann ich weiterspielen. Jetzt hast du 3 voll. Ich habe ein beschissenes gemacht bisher. Ja, ich habe einmal, glaube ich, aus Versehen doppelt gedrückt. Hi, du stinkst. Kann gar nicht sein. Ich habe ein Deo geworfen. Ich wollte einen Witz draus machen. Lass mal das Höllenfeuer, kann man auch noch gut ausnutzen, indem man ihn damit einfach umschubst. Das war nicht das Objekt, das ich treffen wollte. Aua. Kai, ich habe auf einmal so einen Schweif im Gesicht. Tja. Und der hat mich durch den ganzen Raum gejietet. Da fällt mir ein. Ich müsste. Bleib ruhig, wo du bist. Der hat Wasserfest, glaube ich, gerade an sich, oder? Ja. Oh, mein Extraschuss hat sich aktiviert. Ja. Nein, bewegt ihn nicht. Das war ich nicht. Ich habe den gerade 1200 in den Rücken gedrückt. Ah, diesmal nur 1000 ins Gesicht. So, Kai, hier kriegst du einen Job. Das Gesicht gehört dir. Wenn er sich nicht bewegt hätte, hätte er den auch voll gefressen. Warte mal. Ich kann das auch easy eben machen. Schrapnell und Hockschuss. Das Gesicht soll ich treffen. Alter, wenn sich beim Hockschuss der Extraschuss aktiviert, ist das krass. Ich habe zumindest noch einen geschafft. Und tschüss. Aua. Eine Ration. Einmal Wettstein. Das Problem habe ich nicht. Ich hab ja auch schnelles Schaffen drin. Hab hier noch ein bisschen Edelsteine rein. Hast du auch eine Fallgrube dabei? Ja, ich habe beide Fallen dabei. Magst du setzen? Damit man leichter an den Rücken kommt? Ich habe noch einen Schwammkäfer. Gib mir ein bisschen, dass ich mein Schwert auflade. Dann kann ich meinen starken Hieb auch auf den Rücken zimmern. So. Lehmkröte! Habe eine zufällig unterwegs eingesammelt.
Oh, jetzt haben wir genug Fallgruben hier rumliegen. Giftfallgrube, meine Fallgrube. Komm, komm, komm hier rein, komm, 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 komm! Ich hab gestern deinen Sohn gefressen, komm, greif mich an! Das habe ich nicht gemeint! Oh, der macht das dreimal. Ich glaube, ich habe meine Foto zu früh geschossen. Und ich habe sie nicht gesagt. Ich habe wieder ein Arschloch. Der ist immer so gemein zu mir, liebe Zuschauer. Der verrät mir nie, wann ich die guten Fotos machen kann. Das habe ich beim Geißelorgom noch getan. Da habe ich dir gesagt, dass der zweitphasig ist. Bin tot. Aber ich konnte mein weiteres Feuer vorher noch in ihn reinschießen. Ich will das nicht. Ich sagte, ich will das nicht. Ach verdammt, das dritte Foto ist auch grausig. Ich habe ein gutes geschafft. Und das ist nicht mehr wirklich gut. Ich habe drei grausige Fotos gemacht. Ich kriege nur aufs Maul. So, ich habe auch eine neue Fallgrube mitgebracht. Rein da! Jetzt wird der Schaden gedrückt. Aua. Nicht mir, dir. Das hast du missverstanden. Ich glaube, er will dir Schaden drücken. Dann schlug das. Hallo. Danke. Hau mich nicht. Ich sagte, hau mich nicht. Entschuldigung, den Hieb konnte ich nicht mehr abbrechen. Ich habe nicht gesehen, dass du hinter mir stehst. Und schau, ciao, Rajang. Und der Schutz! Gute Entscheidung. Pass auf, da kommen ein paar mehr Hits. Den zweiten habe ich nicht mal abbekommen. Oh, guck mal, da kommt der T-Rex vorbei. Oh. Bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen. Ich habe gerade so einen Lack. Der ist schon fangbereit. Wir haben nämlich eine Sache gebrochen, ne? Mhm. Ich habe mein treues Reittier. Du kannst mir gar nichts. Ich glaube, das war das Gesicht. Wir können aber aus dem Tigrex ein bisschen was rausprügeln. Na, der Rücken ist hin. Ja, dann sehe ich wenigstens, was der als Reitvieh kann. Wäre da nicht ein Baum im Weg. Ah, schön. Ah, der ist viel explosiver als der normale Magna Malo. Den nutze ich gerne nochmal. Berittener Recker. Nicht auf mich. Hast du die Spinne da? Welche genau meinst du? Die Puppenspinne. Ja, ich habe eine. Dann hau rein. Ich habe nicht getroffen. Verdammt. Du hast auch noch eine Schockfalle. Ja, ja, genau. Ich habe noch eine in der Tasche. Ätzender Klingenpanzer. Das ist das seltene Ding vom Rücken. Weißt du, wer dafür in die Falle gelaufen ist? Der T-Rex. Ja. Hier leuchtet noch was.
Na, Magna Barrierenprisma. Ich komm angerutscht. Ich hab dich überholt, ja. Nein. Ich behalte die Führung. Vergiss es. Der Dreiseilkäfer. Die habe ich auch. Aber die gehen deine jetzt aus. Einigen wir uns auf und entschieden. Wen zuerst berührt? Ja. Hallo, fangen. Kommt, kommt. Kein Stress, ich wollte nur... Ich wollte es nochmal spannend machen. Guck mal, wir haben den Rücken gebrochen. Und eine von den Klauen. Ich habe irgendwie das Gefühl, seine Körperteile haben mehr Leben als er selbst. Ah, zumal wir wahrscheinlich auch deutlich mehr Schaden machen, als wir eigentlich sollten. Ja, wir haben auf dem Weg her unsere Waffen mit kuriosen Sachen verstärkt. Naja, Leute, das war der Magna Malo, der Tobende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann demnächst bei den DLC-Monstern wieder. Tschüss! Tschüss!